Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Star Wars Fallen Order. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, die letzten Wookies befreit und hatten hier oben ein richtig levelbasiert, ein rundenbasiertes Kämpfen, wo ich oft gestorben bin. Jetzt haben wir es aber geschafft. Und jetzt können wir, glaube ich, den Planeten. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ach, Scheiße, da unten habe ich ja auch noch einen Haufen Wege zu machen. Boah, wie komme ich da unten hin? Wie komme ich da hin? Was passiert, wenn ich hier hingehe? Das ist der Ort. Moment. Ah, ne, den Ort bin ich gegangen. Ach, da wo die. Hä? Da wo die Spinnen rauskommen. Ja gut, da komme ich. Da gucke ich mir mal anders mal an. Wenn wir den Planeten. Ich weiß ja nicht, ob wir ihn heute verlassen oder ob storybedingt noch was zu tun ist. So ist wohl bereit, jeden Preis zu bezahlen. Er hat seine eigenen Methoden, ja. Aber die Zeiten sind hart. Wir brauchen Anführer wie Saw. Selbst wenn es euch das Leben kostet? Jemand muss das Imperium bekämpfen. Warum nicht wir? Finde ich gut. Dann haben wir was gemeinsam. Gute Reise, Kerl. Okay. Geh da. Ich habe die imperiale Kommunikation überwacht und was aufgeschnappt. Projekt Bohrer wurde reaktiviert. Das Imperium könnte bald ein weiteres Zerfograb finden. Dann haben wir noch Arbeit vor uns. Neue Verbündete. Nach Befragung der gefangenen Wookies und der Rückeroberung der Raffinerie aus der Gewalt des Imperiums hatte Cal immer noch keine Informationen zu Tafuos Aufenthaltsort. Glücklicherweise hatten Kojak, einer der Wookies, bei dessen Befragung er geholfen hat, in der Vergangenheit an Tafuos Seite gekämpft. Emma Marie Kossan, eine von Saws Guerillas, erklärten sich bereit, Tafuos für Cal aufzuspüren. In diesem Moment empfing Cal allerdings eine imperiale Übertragung, laut der das Imperium im Begriff war, ein Sepho auch Sepho ein weiteres Grab freizulegen. Denkst du, Saw und die anderen sind okay? Du siehst immer alles putz. Hey, danke. Für alles. Wie kriegen wir dieses Arm? Wie kommen wir da hoch? Irgendwie müssen wir doch da hochkommen, oder nicht? Hey, BD. Mal hier irgendwas machen? Ich habe keine Ahnung, wie zum Geist soll ich denn da drüben hinkommen? Ja. Den Computer bewegt ja nur das Ding. Damit kommen wir aber nicht weit. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Irgendwie glaube ich, dass wir jetzt noch irgendwas machen müssen. Wie kommen wir da hinten ran, ey? Muss doch irgendwas damit zu tun haben. Das macht es nicht. Moment, können wir, wenn wir das in der Mitte stehen lassen, rüberspringen?
Hey, BD, what the fuck? Was macht die Spinne auf einmal hier? Ach, die ist respawned. Okay. Okay. Komm her. Komm, Alter, echt. Ein Futzlapp jetzt noch. Komm, ich hab dich doch erwischt. Ich hab dich doch erwischt, Mann. Wie zum Geier kriegen wir da drüben jetzt das Ding? Ich verstehe es nicht. Vielleicht irgendwann anders, wenn wir mal wieder zurückkommen. Irgendwelche Fähigkeiten brauchen wir doch noch. Irgendwelche Fähigkeiten. Andere Seite hier raus. Was hast du gefunden? Ah. Gonk-Druide. EG6 Energiedruiden, die auch als Gonk-Druiden bezeichnet werden, fungieren als tragbare Energiegeneratoren bei mobilen Operationen oder in Situationen ohne stabile Energiequelle. Sie werden von Zivilisten und dem Militär gleichermaßen genutzt und erzeugen häufig ein Geräusch, das wie das Wort Gonk klingt. Hier muss ich ein paar Truhen finden. Dürften zwei Truhen auf mich warten. Richtig? Ja, hier sind zwei Truhen. Wo? Ja, diese Truhen müssen ja dann übelst gut versteckt sein, oder ich bin einfach nur blind. Ich glaube, letzteres ist eher der Fall. Ja, da ist eine. Wo ist dann die andere? Was ist das, BD? Poncho, Regenwald. Ne, ich habe bis jetzt kein einziges Mal einen Poncho getragen. Ob mich Kel dafür umbringt? So. Hier. Gehen wir hier entlang, BD. Okay. Ich wusste, dass du da reinspringst. Okay, BD. Was ist es? Neuer Skin. Aber Poon Skin wollte ich sowieso mal wieder tauschen. Das sieht mehr nach Skin aus, Outfit. Mantis, genau. Das. So, und jetzt. Ich glaube, wir gehen jetzt nicht zurück nach Zepho, weil wir haben ja noch einen Planeten, den wir überhaupt, den wir freigestellt haben, aber noch nicht drauf waren. Und ich glaube, der wird storybedingt auch nicht wichtig sein. Hey, Seer. Gut. Du bist unversehrt zurück. Marie Kosan hat uns gesagt, dass du Tafel nicht gefunden hast. Ich riskiere gern unser Leben für nichts. Klingt doch nach Spaß ohne Ende. Wer sagt nichts? Marie und Scheusig schaffen es. Ich mag deinen Optimismus. Den könnten wir alle hin und wieder brauchen. Ich bin auch ein positiver Typ. Ich weiß positiv, wenn ich sterbe, wird mich das ärgern. Du warst gut, Kerl. Noch haben wir Tafel nicht. Aber du hast Leben gerettet. Vergiss das nicht. Danke. So, dann gehe ich da auf den Samen-Ding zurück. So friedlich, einer Pflanze beim Wachsen zuzusehen. Okay.
Königsblume. Ah, ich habe wohl keinen Samen hier auf der Insel gefunden, auf dem Planeten bis jetzt. Aber jetzt fliegen wir mal auf einen anderen Planeten. Würde ich jetzt so sagen. Weil dann haben wir besser was zu tun. Ja. Schauen wir mal hinter. Ich glaube, wir fliegen auf den roten jetzt mal, weil vielleicht ist es einfach nur ein kleiner Planet. Okay, als nächstes. Wir sind auf Kashyyyk. Lugano müssen wir nochmal hin. Zepho. Datomir. Natürlich können wir nach Datomir fliegen. Machen wir das dann. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nacht. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datomir ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Schwestern der Macht von Datomir. Die Schwestern der Nacht von Datomir waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegabten. Da sie Magie eine von Jedi und Sith unbekannte Manifestation der Macht geschickt einsetzen wussten, hatten sie lange Zeit über Datomir geherrscht. In der strengen Gesellschaft der Schwester danach gab es einen Zirkel, der eine Mutter unterstellt war, die auch über die untergeordnete Klasse der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Count Dooku zerstört, nachdem Asya Ventis und ihre Schwester versucht hatten, ihn zu ermorden. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Werde ich sein. Die Frage ist, komme ich hier weit oder nicht? Das kann natürlich irgendwann storybedingt sein, aber ich denke mir, dass... Das ist die Schwestern, Graf der Zepho. Gehen wir einfach mal ein Stück nach vorne. Gehen wir einfach ein Stück unterwegs. Ich weiß nicht, zum Mantis muss eigentlich. Wow. Zum Glück haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Okay. Das ist interessant jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob wir was hier machen, storybedingt ist oder allgemein. Bro, what the hell? Wir gehen dem fetten Monster erstmal fett aus dem Weg. Hier gibt's ein Geheimnis. Was hast du gefunden? Das ist ein Kokor, oder? Gute Arbeit. Bestattungskapseln. Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsritten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühloses Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magischem Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten und mit einem Schutztauber belegt, während der Leichnam mit duftenden Ölen balsamiert wurde. Okay, ich dachte jetzt eher, dass das eher Kokon für Monster ist. Hoppala, da will ich nicht hin. Lass mal sehen.
Roboter Scan bitte. Fluchrückenspinne kann Fernangriffe mit giftigen Speichel ausführen, sondern nach dem Tod eine toxische Säure ab. Die heimtückische Fluchrückenspinne ist aufgrund ihres Giftes ein nicht zu unterschätzender Gegner. Sie lebt bevorzugt in Erdlöchern, ist aber ausgesprochen flink und eine geschickte Kletterin. Fühlt sie sich bedroht, kann sie giftigen Speichel auf bis zu 12 Meter entfernte Gegner speien. Wird sie getötet, ist Vorsicht geboten, da sie noch nach ihrem Tod eine teurische Toxin ausdingert halt. Okay. Okay. Alter. Holy. Alter, ihr seid nicht gerade schwach, ne? Okay. Gut. Holy shit, die sind nicht schwach. Okay. Wohin kommen wir jetzt? Komm hier. Okay. Zum Geier gehe ich gerade hin. Allgemein, was ist Datum hier für ein Planet, bitte? Willst du mal reinsehen? Da war wirklich was drin. Okay. Eine von zwei Truhen. Moment. Nee, da drüben geht's weiter. So. Dann macht es natürlich Sinn, dass hier zwei Thronen sind, weil ich dachte, dass es nur so ein kleiner Abteil ist. Aber jetzt macht es Sinn. Und sorry, dass ich gerade ein bisschen oft die Karte benutze. So. Ich muss nämlich nur gucken, wo ich hinlaufen muss bei Datumir. Kürzung. Okay. Das ist der Anfang. Gut. Okay, das ist einfach ein Weg zurück zu Mantis. Hä? Okay, what the hell? Okay. Wie komme ich da rein zum Geier? Komm, Alter, echt jetzt? Moment. Abgeriegelt. Wie komme ich da rein? Wie zum Geier komme ich da rein? Komm, Alter, holy shit. Bro, what the fuck? Ich bin doch ausgewichen mit X andauernd weggesprungen. Mann! Ja, danke, da will ich auch nicht hin.
Okay. Wie komme ich jetzt da hinten rein? Warum starte ich hier vorne? Ja gut. Ich hatte halt noch keinen Meditationspunkt. Gibt es überhaupt einen auf Datomir? Eine gute Frage. Gibt es einen Meditationspunkt auf Datomir? Eigentlich schon, weil wenn die Schwestern der Nacht alle Machtnutzer waren, müssen sie ja irgendwo meditiert haben. Und das Geheimnis von diesem Ding haben wir schon gefunden. Bro. Bro, Kumpel. Lass mich die Nacht benutzen. Lass mich doch einfach in Ruhe, ey. Okay. Gut. Muss ich wieder rauf. Da ist noch ein Weg, den ich noch nicht gemacht habe. So. Als ob die ganzen Gegner wieder respawnen sind. Ich bin ja gestorben. Hoppala. Lass mich einfach in Ruhe, ey. Moment. Komm mal, what the fuck, wo muss ich denn hin? Alter, echt jetzt? Gut, dann würde ich jetzt allerdings sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gucken wir uns hier nochmal um. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Gladius.